Hallo und herzlich willkommen bei Volltreffer. Ich bin Clara und das ist Carlotta. Wir haben heute das Thema Autismus und dazu haben wir uns wieder Gäste eingeladen. Das ist Frau Dr. Britta Schirmer, eine Diplompädagogin mit Schwerpunkt in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung. Und das ist Christiane Dörler, eine Spiel- und Theaterpädagogin und Geschäftsführerin der AUJA Spielräume GUG. Und das ist Svenja. Svenja, du bist ja eigentlich bei uns dabei, bei dem Volltreffer-Team. Warum sitzt du heute als Gast hier? Also ich sitze heute hier als Gast, weil ich selber die Diagnose atypischer Autismus habe. Also ich habe selbst eine Autismus-Spektrum-Störung. Und ja, dann ist es ja auch immer ganz nett, aus erster Hand sozusagen noch die Informationen zu haben, wie ist es, Autismus zu haben. Und ja. Frau Schirmer, so ganz allgemein, was ist Autismus und kann man Autismus als Krankheit bezeichnen oder? Nein, eigentlich glaube ich nicht. Deshalb ist es mir eigentlich mit dem Störungsbegriff auch schon gar nicht so ganz recht gewesen. In der Zwischenzeit glaube ich, von diesem Störungsbegriff sollten wir uns vielleicht verabschieden, weil gucken wir uns Svenja einfach an. Sieht sie gestört aus? Ich glaube, vielleicht sollten wir Sie als absolute Fachfrau als Erste fragen, was Sie glauben, was Autismus ist. Und dann kann ich das ja vielleicht von meiner Außenperspektive versuchen zu ergänzen. Aber ich glaube, Sie müsste es am allerbesten wissen. Also, wie würdest du Autismus erklären? Also, ich finde es auch eigentlich nicht gut, es als Störung oder als Behinderung darzustellen, weil ich ganz ehrlich denke, also als ich das erste Mal die Diagnose gehört habe, da war ich schon frustriert, weil ich denke, ich bin gestört. Aber ich denke eigentlich, ja, ohne Autismus wäre mir, glaube ich, ziemlich langweilig. Also ich hätte, glaube ich, relativ wenig zu tun und ich wäre, glaube ich, eine sehr langweilige Person. Wenn ich, also das klingt, ich weiß auch gar nicht, wie ich wäre, denn irgendwie der Autismus macht mich ja aus. Es ist einfach ein Teil von mir. Es ist, als würde man sagen, was weiß ich, schwarze Haare sind eine Behinderung. Okay, also würden Sie das auch so erklären oder? Ich glaube, es ist ganz schwer zu erklären, was Autismus ist, weil da viele einzelne Dinge zusammenkommen. Vielleicht kann man so probieren. Alle Menschen können bestimmte Sachen gut und bestimmte Sachen nicht so gut. Zum Beispiel Schlittschuhlaufen. Es gibt Menschen, die können super gut Schlittschuhlaufen und es gibt welche, die können weniger gut Schlittschuhlaufen. Ich glaube, Menschen im Autismus-Spektrum, die haben eher Schwierigkeiten mit Sozialverhalten und zwar ganz für uns ganz merkwürdige Schwierigkeiten, die scheinen blind zu sein gegenüber sozialen Regeln und sozialen Abläufen, die uns völlig normal erscheinen. Zum Beispiel die Frage, welche Fragen dürfen Sie mir hier in diesem Gespräch nicht stellen? Was wären absolute Tabufragen? Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, Frau Schirmer, das sind so alle Sachen vielleicht zur Intimsphäre oder zur Privatheit, dann würde ich sagen, gut, und woher wissen Sie jetzt genau, was meine Privatheit ist? Ja. Woher wissen Sie, dass ich gelangweilt bin oder mich freue oder dass ich irgendwo Spaß dran habe oder irgendwas total schrecklich finde? Vorhin kam hier ein Kollege von Ihnen und hat gesagt, oh, Sie sehen ganz irritiert aus, weil das Licht so hell war. Woher wusste der, dass ich irritiert aussehe? Das sind so kleine Dinge, bei denen wir denken, ganz normal, das fühlt man eben. Und ich glaube, in diesem Fühlen sind Menschen im Autismus-Spektrum nicht so gut. Dafür sind sie in anderen Sachen super gut. Oftmals können sie so Kleinigkeiten, Details unglaublich gut erkennen, die mir schlechtweg entgehen würden und wahrscheinlich Ihnen auch. Also sie sehen oftmals Sachen ganz genau, die ich übersehe. Das heißt also, man kann auch gar nicht nur sagen, das sind alles Sachen, die nur ganz schlecht sind oder ganz negativ. Deshalb mag ich den Störungsbegriff auch nicht mehr so ganz gerne, sondern das kann durchaus Vorteile haben, wie Sie sagen, das Leben könnte langweilig sein, wenn es nicht so wäre. Und wie groß die Probleme und wie groß die Stärken sind, das unterscheidet sich zwischen den Menschen nun wieder total. Ja? Das ist ganz unterschiedlich, so wie wir alle total unterschiedlich sind. Frau Döhler, Sie
arbeiten bei Auja und haben auch privat und eben im Rahmen von Auja mit Autismus zu tun. Können Sie uns kurz erklären, was ist Auja? Auja geht zurück eigentlich auf unsere eigene, also die Geschichte von meinem Mann und mir und meinem Sohn. Unser Kind ist mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert worden, sehr früh. Und für uns war das eine relative Überraschung, weil das mit unserem Weltbild so gar nichts übereinstimmen zu bringen war. Wir sind Theaterpädagogen, wir machen Improvisationstheater, unser Leben besteht aus Kommunikation und Teamfähigkeit, also Firmen buchen uns, um Teamvorgänge wieder in Gang zu bringen. Und unser Kind sollte nun genau das alles nicht können. Er sollte, also wir hatten interessantesten Prognosen bekommen für unseren Sohn, dass er vielleicht nie Freundschaften wird schließen können oder vielleicht nie reden wird können oder. Und wir konnten das erstmal nicht annehmen. Und aus was auch immer wir in Deutschland gelesen haben, da waren die Meinungen damals noch ziemlich einstimmig, dass das so ist. Man kann da wenig tun. Und als wir dann so ein bisschen die Grenzen für uns erweitert haben und zum Beispiel in Amerika auch geguckt haben, da glaubt man andere Sachen und hat auch inzwischen schon viel größere Erfolge. Und das kam unserem Berufsbild sehr nah. Wir haben also ein Programm gefunden, was sehr viel mit Interaktion zu tun hat, sehr viel mit Spielen. Und das wollten wir nach Deutschland bringen auch. Insofern haben wir dann unseren beruflichen Weg sehr auf den Autismus umgeschwenkt. Also wir sind jetzt weniger auf der Bühne, um zu improvisieren. Wir sind zwar immer noch auf der Bühne und manchmal im Rampenlicht, aber es hat sich doch alles sehr auf das Thema Autismus eingeschoben. Frau Schirmer, welche verschiedenen Formen des Autismus gibt es? Ja, da scheiden sich gerade die Geister ein bisschen. Es gibt Auffassungen, die davon ausgehen, dass es verschiedene Formen tatsächlich gibt. Also Frau Düller hat gerade gesprochen vom frühkindlichen Autismus. Da gehen wir davon aus, dass es also eine relativ schwere Ausprägung ist. Und dann gibt es eine andere Form. Asperger-Syndrom heißt es, benannt nach einem Erstbeschreiber Hans Asperger, ein Österreicher. Das macht eine eher leichte Form aus. Und dann haben wir noch eine Form, bei der sagt man, eigentlich passt es nicht richtig so von den Einzelsymptomen. Und das nennt man atypischer Autismus. Ganz aktuell haben wir aber eher so die Tendenz, diese einzelnen Formen tatsächlich aufzulösen und von einem Autismus-Spektrum zu sprechen und dann eher zu sagen, okay, eher leicht, eher mittel, eher schwer ausgeprägt. Also davon unterscheiden die sich sozusagen? Ja, im Augenblick überlegen wir also, sind diese Schubladen, die wir haben, ja, frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus, Asperger-Syndrom, sind die noch gerechtfertigt, weil wir nämlich tatsächlich Kinder gesehen haben im Entwicklungsverlauf, die haben ganz früh eine Diagnose bekommen, frühkindlicher Autismus, und entwickeln sich dann so gut, dass man eigentlich im Erwachsenenalter sagt, die Diagnose wäre nicht mehr gerechtfertigt. Ja, und nach der Definition darf sowas nicht sein. Einmal Diagnose, immer Diagnose. Entschuldigung, und deshalb gehen wir also von diesem Spektrum her aus. Okay, und wissen... Wir machen erstmal Svenja. Ja. Svenja, wann hast du gemerkt, dass du anders bist? Also, dass ich anders bin, hatte ich eigentlich irgendwie, glaube ich, immer schon gewusst. Also was heißt immer schon? Also mir ist schon im Kindergarten, glaube ich, aufgefallen, ja, ich rede immer nur mit den gleichen Leuten, die ich gut kenne. Also beziehungsweise am ersten Tag, als ich da war, ich habe mit niemandem geredet. Irgendwann kam dann halt eine auf mich zu und hat mit mir geredet. Mit der konnte ich mich dann auch mehr oder weniger unterhalten. Dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, ja, generell, ich mache immer Sachen mit den gleichen Leuten, die ich kenne. Andere sind mehr so, oder das wurde mir gesagt halt auch, andere machen halt mehr mit verschiedenen Menschen und sind da offener und reden auch mit denen. Und ich hatte halt so meine paar Freundinnen, und wenn die nicht da waren, dann saß ich halt alleine in der Ecke und habe mir dann zum Beispiel selbst das Lesen beigebracht. Im Kindergarten? Ja, mit 4. Und ja, dann ging es in Richtung, ging es halt in die Schule, und dann gerade nach dem Umzug nach Berlin, das war in der 2. Klasse, habe ich halt gemerkt, so, ich kann mit denen allen überhaupt nicht reden, so wirklich. Also da habe ich halt schon gemerkt, ja, irgendwie, ich bin komisch.
Mhm. Und dann halt habe ich das, dann war es halt immer mal, habe ich mich stärker anders gefühlt und mal weniger stark und ja. Und wann hast du dann einen Namen dafür bekommen? Das war, also das erste Mal, dass mir wirklich jemand gesagt hat, das ist wahrscheinlich Autismus, war letztes Jahr im Juni. So spät erst. Da waren wir halt dann bei einem Psychiater. Da hieß es noch, ja, wahrscheinlich ist es, ist es Asperger. Und dann die endgültige Diagnose kam dann im November. Und wie geht's jetzt damit? Fällt es dir jetzt leichter? Ja, also ich glaube, es geht mir wirklich besser, weil es da jetzt ja auch die Möglichkeit gibt, einen Nachteilsausgleich zu beantragen. Also da ist es dann zum Beispiel so, auch in der Schule habe ich bei einigen Fragen Probleme. Ich verstehe einfach, also ich verstehe zwar eventuell, was ich machen soll, aber ich kann es nicht machen, weil ich zu wenig Informationen habe. Also zum Beispiel einmal sollten wir in Spanisch, als wir eine bestimmte Vergangenheitsform gelernt haben, eine Postkarte schreiben. Mhm. Ich wusste nicht, wo bin ich im Urlaub? Was habe ich in diesem Urlaub gemacht? Wem schreibe ich? Mhm. Das waren alles so Fragen, die konnte ich nicht beantworten. Das war zu generell? Zu locker formuliert. Mhm. Ich wusste halt nicht, was ich schreiben soll. Deswegen habe ich halt letztendlich ein leeres Blatt abgegeben und eine 6 dafür bekommen. Und jetzt habe ich halt die offizielle Diagnose. Jetzt kann man halt was dagegen machen, dass ich halt, wenn wir so eine Aufgabe bekommen, dass mir dann zum Beispiel meine Spanischlehrerin sagt, ja, du bist im Urlaub, also halt zum Beispiel dann auf Englisch sagt, ja, du bist im Urlaub da. Mhm. Du schreibst an die und die Person und hast das und das gemacht. Und dann kann ich halt auch die Postkarte schreiben, denn mit der Vergangenheitsform habe ich ja keine Probleme. Mhm. Und ja, ich glaube auch, mein Selbstbewusstsein ist größer geworden. Halt, ich hatte die Möglichkeit, da Bücher zu dem Thema zu lesen und kann halt jetzt sagen, ja, so bin ich halt. Und könnte mich halt jetzt auch, als das erste Mal gesagt wurde, dachte ich halt so, oh mein Gott, autistische Störung und wir hatten vorher ein Buch über Asperger gelesen in Englisch. Mhm. Das heißt The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Mhm. Da geht es halt um einen Jungen mit Asperger. Und da dachte ich dann auch so, nee, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Und da hatten wir es halt, das Bild, was wir da bekommen hatten, war so ein bisschen, die sind überhaupt total lebensunfähig. Die sind komisch und ja, eigentlich irgendwie halt einfach nur, man will auch nichts mit denen zu tun haben. Also zu tun haben, das klingt jetzt fies, aber ja, die sind halt komisch, die können nicht mit Menschen reden und dann habe ich halt aber die Möglichkeit gehabt, mir da Bücher zu lesen, die halt wirklich sachlicher waren, also keine fiktiven Stories, sondern halt wirklich Bücher, was ist Asperger-Syndrom und wie kann ich mir selber helfen und woran erkenne ich es und dann habe ich halt da gelesen so, ja, damit kann ich mich schon eher identifizieren und jetzt kann ich halt ganz locker sagen so, ja, ich kann vielleicht keine normale Unterhaltung führen oder Leute nicht ansprechen, aber dafür kann ich jetzt mal eben sagen, wenn ihr mit 250 Millionen km/h auf eine rote Ampel zufährt, ist sie grün, wegen dem Doppel-Effekt. Okay, vielen Dank. Frau Döder, Sie sind Spiel- und Theaterpädagogin und was hat es mit Ihrer Arbeit bei AUJA zu tun? Wir über unsere Geschichte und das, was wir halt als Theaterpädagogen und als Know-how mitbringen, plus der ganzen Fortbildung, die wir besucht haben, wollen unsere Herangehensweise auch anderen Familien zugänglich machen. Und das ist, warum die AUJA-Spielräume GOG gegründet wurde. Wir arbeiten inzwischen oder mit uns arbeiten jetzt schon andere Familien zusammen, die für deren Kinderspielraumprogramme einrichten und die dann nach der Methodik, die wir, mit der wir auch mit Luca umgegangen sind, die von uns erlernen und ihre Kinder in einem kindzentrierten, geschützten Raum fördern, durch Spiel und ja, durch das Spielen. Okay, und wann haben Sie die medizinische Sichtweise sozusagen hinter sich gelassen und dann selbst angefangen zu recherchieren, wie man das... Uns ging es ein bisschen ähnlich wie der Svenja. Also das erste war, Gott sei Dank, das Problem hat einen Namen bekommen. Das war wirklich eine Erleichterung und damit konnte man ins Recherchieren gehen. Wir haben das Medizinische hinter uns gelassen, weil es einfach, ich habe so andere Sachen in meinem Kind gesehen, als was mir jeder Experte gesagt hat, was der Autismus bedeutet. Und damit wollten wir uns einfach nicht zufrieden geben mit der Prognose. Diagnose finde ich hilfreich, Prognose ist schwierig, weil, wie auch Sie sagen, man weiß nie, wohin sich jemand entwickelt. Und einem zweijährigen Kind zu prognostizieren, dass es nie Freunde haben würde, ist einfach schlichtweg vermessen. Und wir wollten das nicht glauben. Und aus diesem, das kann nicht sein, heraus haben wir einfach weiter gesucht.
und sind fündig geworden und fördern nicht nur unser eigenes Kind. Also am Anfang hieß es, naja, sie sind sehr speziell mit ihrem Hintergrund, ist doch klar, dass sie das und das so gut können. Und das ist nicht unsere Erfahrung. Wir arbeiten inzwischen schon mit vielen Familien zusammen und jeder von uns hat irgendwann mal gespielt und es gilt nur, an dieses irgendwann wieder anzudoggen und zu gucken, was ist für mein Kind interessant und wie kriege ich mehr von dem, was ich möchte, also mehr an Blickkontakt vielleicht oder Sprache oder ein Spiel, was ich gerne mal mit meinem Kind spielen möchte, dadurch, indem ich die Motivation meines Kindes kennenlerne. Okay, eigentlich Dank. Ganz einfach. Wir glauben, wir sind ganz einfach. Frau Schirmer, würden Sie sagen, Autismus ist heilbar und würden Sie überhaupt heilbar das Wort benutzen? Nee. Das Wort heilbar würde ich nicht benutzen. Ist meine schlechte Fähigkeit, Schlittschuh zu laufen, heilbar? Mhm. Also, wenn man sich Autismus so anguckt, wie ich das beschrieben habe, dann glaube ich, also Übung macht in jedem Fall besser. Mhm. Auch jemand, der wie ich schlecht Schlittschuh laufen kann, wird natürlich besser, wenn er viel Schlittschuh läuft. Aber Svenja hat ja schon gesagt, das ist Teil ihrer Persönlichkeit. Also, das würde ja bedeuten, einen Teil ihrer Persönlichkeit zu verändern oder ich glaube, worauf es ankommt, ist, dass man diesen Menschen hilft, erstens sozusagen Strategien zu entwickeln, die ihnen es ermöglichen, ein glückliches Leben zu führen. Das heißt also, manchmal müssen sie Umwege gehen oder brauchen bestimmte Strategien, um Situationen handeln zu können. Und zweitens, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man guckt, wo findet man einen Lebensraum für diese Menschen, später, wenn sie erwachsen sind, wo sie genau das einbringen können, was sie super gut können und nicht immer an dem gemessen werden, was sie nicht gut können. Mhm. Das versuchen wir alle im Leben. Also auf mich trifft das mit dem schlechten Schlittschuhlaufen zu. Natürlich habe ich gar nicht erst versucht, Trainerin im Schlittschuhlaufbereich zu werden, sondern ich habe mir ein Lebensumfeld gesucht, in dem Schlittschuhlaufen nicht so eine große Rolle spielt. Und ich vermute auch, Sie werden wahrscheinlich sich ein berufliches Umfeld mal vorstellen können, in dem das, was Sie nicht gut können, einfach auch nicht so eine große Rolle spielt. Sondern wo sie vielleicht ihre Ideen mit dem Doppler-Effekt und der roten Ampel irgendwie besser einbringen können. Das heißt, dass wir also Lebensorte finden, Berufsfelder finden, wo die einfach genau das einbringen können, was sie gut können. Ich glaube, darauf kommt es an. Ja, ich denke auch, glaube ich, wenn man jetzt bei dem Begriff heilen arbeiten würde, dann, ich wüsste gar nicht, wenn ich vom Autismus geheilt werden würde. Das Autismus ist ja nicht nur was Negatives, sondern zu Autismus gehört auch, dass es mir leicht fällt, Sprachen zu lernen. Zu meinem Autismus gehört es, dass ich gut Bücher schreiben kann. Und wenn ich vom Autismus geheilt werden würde, könnte ich dann auch keine Bücher mehr schreiben? Oder wie wäre das? Das wäre viel zu kompliziert, um das zu definieren. In Basel, da ist 2012 haben Forscher Ansatzpunkte gegen den Autismus entwickelt. Wie sehen Sie da die Chancen? Realistisch oder eher nicht? Was sollen das für Anhaltspunkte sein? Gegen den Autismus, um ihn zu heilen. Auf welche Art und Weise soll man das tun mit dem Heilen? Also ich würde dann wirklich gerne wollen, dass jemand meine schlechten Fähigkeiten im Schlittschuhlaufen heilen will. Nein, ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil, wie gesagt, Autismus ist doch nicht eins. Es ist nicht ein einziges Merkmal, wie von mir aus Farbenblindheit. Mhm. Oder, was gibt es noch? Lese-Rechtschreibschwäche, ja. Sondern das ist ein ganzer Komplex von verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen, so wie Sie das beschrieben haben, mit natürlich positiven Aspekten und mit negativen Aspekten. Das heißt, da müsste man wirklich eine ganze Persönlichkeit auf ein Mittelmaß bringen. Also deshalb kann ich mir nicht vorstellen, was da wirklich funktionieren soll. Svenja, du hast uns vorhin von einem Medikament erzählt, was dir ruhig stellen soll. Also ja, also es ist halt so, manchmal versuchen Leute, oder wenn man an schlechte Psychologen oder Psychiater gerät, meinen die, man müsste ruhig gestellt werden, so wie man auch Leute mit einem Aufmerksamkeitsdefizit-Hypersyndrom ruhig stellen würde.
Aber das wäre eigentlich gerade, also bei Autisten, die ganz falsche Lösung, dann würde man eben wirklich einfach nur total abgestumpft werden. Also man wäre einfach nur noch eine taube, leere Hülle. Also das wären wirklich wie starke Schmerzmittel mehr. Also ich lebe lieber mein Leben so, wie es ist und kann keine Menschen anreden und nicht auf Anrufbeantworter sprechen, muss ich, finde ich, auch nicht wirklich können. Also ich meine, es gibt genug andere Möglichkeiten. Frau Döhler, wir haben in einem Video gesehen, dass Sie bei jedem Erfolg in laute Jubel-Ausrufe verfallen. Und wie unterscheidet sich Ihre Herangehensweise an das Thema? Wir trainieren ganz stark. Also die Eltern, die sollen sehen, was ihr Kind kann. Mhm. Und genau, was eben auch schon als Vokabel findet, sich nicht auf die Löcher im Käse fokussieren. Mhm. Also alles, was er nicht kann. Normalerweise kommt ein Elternteil zu uns und sagt, oh, mein Kind soll sprechen lernen und das kann er nicht und hier. Und, und dann die Oma erkennt er nicht und keine Ahnung, weglaufen tut er und so weiter und so fort. Und sehen gar nicht und, oder hören gar nicht, wenn die Kinder sprechen, wenn die Kinder was sagen. Weil die so in dieser Realität schon gefangen sind, dass sie bestimmte Dinge nicht können, dass das auch nicht mehr wahrgenommen wird. Das heißt, wir trainieren im Prinzip erstmal die Eltern, zu gucken, was alles da ist und auch zu wertschätzen. Also unser Ansatz kommt eben aus dem Spaß, aus dem Sehen, was ist, aus dem Wertschätzen und Unterstützen und Fördern. Und nur wenn ich jemanden sehr wohlwollend begegne, wird der auch geneigt sein, zu mir überhaupt eine Beziehung einzugehen. Wenn ich jemanden ständig gekrittele, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mit mir in Kontakt haben möchte, nicht so groß. Und da sind Autisten ganz genauso wie jeder andere Mensch auch. Insofern ist der erste Schritt, wir gucken erstmal, was da ist. Sehen, wertschätzen, lernen, kennen. Was sind denn überhaupt die Motivationen meines Kindes? Ah, und wie kann ich da vielleicht irgendwas von einbringen, von dem, was ich möchte? Also wenn es Sprache wäre dann, und mein Kind mag Autofahren beispielsweise oder Autos, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Wort Auto oder Brr oder irgendwas anfangen und nicht mit lass uns die Fibel lesen. Ja. Oder sag bitte. Ja. Ja? Also wir gucken, was ist. Feiern, was ist, unterstützen und machen so ein bisschen Hunger auf mehr. Mhm. Das ist der Ansatz. Wir haben auf Ihrer Website von dem 7-Punkte-Leitfaden gelesen. Mhm. Können Sie da noch mal drauf eingehen? Ja, der ist jetzt Gott sei Dank erhältlich. Mhm. Den kann man jetzt über Book on Demand bekommen, ganz neu. Also ich habe jetzt kein Exemplar da. Aber da geht es darum, dass wir Eltern anhand von 7 Punkten durch an die Hand nehmen, sage ich jetzt mal, sagen, was wichtig ist, was man bekommen kann, was beispielsweise ein Förderansatz wäre, was unser Spielraumprogramm ist und was nachher letztendlich auch wichtig ist, wie die Eltern für sich gut sorgen können oder für ihr Familiensystem gut sorgen können, damit sie ihr Kind überhaupt unterstützen können. Also manche Eltern haben die Tendenz zu geben, zu geben, zu geben und sind irgendwann am Rande des Nervenzusammenbruches, weil sie einfach sich verausgabt haben. Ja. Also wir gucken uns das Ganze systemisch an und haben nicht nur den Blick auf dem Kind, der das auf irgendeine Art verändert werden soll, sondern eben gucken da ein bisschen holistischer drauf. Können Sie da vielleicht einen Punkt näher erklären? Ja, zum Beispiel, dass wir sagen, also wenn man jetzt beispielsweise ein Spielraumprogramm etablieren möchte, also wenn man uns kennengelernt hat, sagt, ja, das ist genau das, was meinem Lebenselement entspricht und ich möchte das machen, dann braucht man dafür verdammt viele Helfer. Mhm. Weil wir glauben, also egal, ob man jetzt ein jüngeres oder ein älteres Kind hat, viel üben hilft viel. Das heißt, wir sind daran interessiert, die Eltern darin zu unterstützen, ein möglichst umfangreiches Programm zu machen. Nicht nur von 3 Stunden die Woche, sondern eben gerne von 20 Stunden und mehr. Also 20 Stunden wäre ein Teilzeitprogramm, 40 Stunden wäre ein Vollzeitprogramm. Und das kann man natürlich nicht alleine schaffen. Ja, das heißt, man muss sich da hilfreiche Ressourcen suchen. Und da helfen wir beispielsweise den Eltern auch zu gucken, hey, was können wir machen, was könnt ihr machen, wo könnt ihr gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Mhm. Okay, Sie meinten auch in diesem Aujahr-Film, den haben wir uns auch angeguckt, und da meinten Sie, dass Luca langsam seine Diagnose verlieren wird oder so. Wie haben Sie das gemeint?
Das ist das, wenn sich ein Kind entwickelt und er ist mit, wie gesagt, mit, da war er noch nicht mal 2 Jahre alt, mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert worden. Und er kam wirklich von, also wenn wir von einem Spektrum reden, und hier haben wir die High Functionings, ja, kam mein Sohn von hier. Also der hatte keinen Sprachzugang, der hatte Schwierigkeiten, Dinge zu schlucken, der hat uns nicht erkannt, der hatte keine Gefahrensituation im Griff. Also der wäre über die Straße gerannt und marschiert als 2-Jähriger. Der war übersensibel, man konnte ihn nicht anfassen, man konnte ihn nicht füttern. Wenn irgendwo im Straßenverkehr eine Säge losging oder ein Kind neben ihm anfing zu schreien, dann war der aufgelöst in Bits and Pieces. Also er kam von dieser Ecke. Und durch das, was wir alles gemacht haben an Interventionen, befindet er sich irgendwo hier inzwischen. Also er geht beispielsweise auf eine Regelschule und kann sich sehr stimulierenden Situationen inzwischen gut aussetzen für einen gewissen Zeitraum. Und wir sind noch nicht am Ende unseres Lateins, sage ich jetzt mal. Und von daher sind wir ganz, also er ist jetzt, sagen wir mal, schon in dem Bereich, wo Experten sagen, naja, die Chancen stehen gut, dass er irgendwann eigenständig wird leben können. Okay. Und er ist 9. Ja. Würden Sie auch sagen, dass man davon reden könnte, dass jemand seine Diagnose verloren hat oder dass man das eher nicht sagen könnte irgendwann? Ich glaube, für Autismus gilt der Werbespruch von Toyota, nichts ist unmöglich. Das gilt für alle Bereiche, dass ich immer sage, also gucken wir mal. Also generell würde ich nie was ausschließen, sondern ich glaube, es gibt Menschen, die entwickeln sich in einer Art und Weise, wie es wirklich nie jemand prognostiziert hat. Ob er dann trotzdem im Erwachsenenalter Hilfe braucht und in welcher Art und Weise die Hilfe gewährt wird, also ob das zum Beispiel solche Hilfe ist, wie ich sie auch ganz normal von meinem Mann und von meiner Familie habe, oder ob das Hilfe sein muss, die darüber hinausgeht und die dann rechtfertigt, dass man eine Autismusdiagnose gibt, das kann ich nicht sagen. Ich denke, grundsätzlich würde ich sagen, Autismus ist so vielfältig in dem, was sich dahinter verbirgt, dass ich wirklich immer glaube, nichts ist unmöglich. Ich kenne also, ich kenne Frauen, die Kinder haben, ich kenne Männer, die lange verheiratet sind und Kinder haben, ich kenne eine Lehrerin in Berlin, ich kenne eine Juristin aus Potsdam, ich kenne eine Ärztin aus der Nähe von Frankfurt, ich kenne einen Fotografen, einen Geologen, ich kenne einen Filmemacher. Also ich glaube wirklich, zu Autismus passt nichts, ist unmöglich. Und insofern würde ich also generell auch erstmal gar nichts ausschließen. Mhm. Diagnosen erstelle ich ja sowieso nicht. Dann beenden wir damit unsere Sendung mit dem Satz, nichts ist unmöglich, zu dem Thema Autismus. Vielen Dank.